So, da bin ich wieder. Die Birke habe ich bis jetzt immer noch nicht gefunden. Aber eigentlich müssen wir die Peitsche schon haben. Hallo nochmal, Herr Abenteuer. Wie läuft es denn so mit der Schmiede? Ist gelungen denn? Hund? Ja, ich denke ja. Da ist er doch. Boah, was für eine Peitsche. An dieser kleinen Schönheit wird nicht mal Madame Bouton was auszusetzen haben. Damit bin ich auf jeden Fall aus dem Schneider. Und selbst wenn sie rausfindet, was ich angestellt habe, nachdem sie dieses Prachtstück gesehen hat, belohnt sie mich vielleicht sogar noch dafür, dass ich das schäbige alte Ding weggeworfen habe. Vielen Dank, Abenteurer. Ich bin euch echt etwas schuldig. Hier nehmt das die hier zur Belohnung. Da haben wir schon drei. Drei nochmal. Wir haben jetzt ich habe gar nicht mal mitgezählt. Wir haben einiges. Ich mache jetzt noch das Horror Horse Ding. Dann gehen wir zurück und geben die Medaillen ab. Irgendwas klopft hier die ganze Zeit. Wir sind wahnsinnig. Ich hätte ja hier gedacht, dass es hier vielleicht noch irgendwie... Ah. Könnte das so mega versteckt sein? Sie meinte halt Schulgelände, aber... Wir sind ja gleich schon vom Schulgelände runter eigentlich. Aber wenn man da so reinlaufen kann, habe ich mir gedacht, dass man vielleicht doch hier irgendwie... Ah, ich glaube... Der anderen Seite kann man noch mal gucken. Nee. Ja, nee. Nee. Kommt man eigentlich da hinten hin nochmal? Da war der Weg, glaube ich, versperrt, oder? Egal, wir gehen jetzt erstmal Horror. Kann man sich dahin teleportieren? Keine Lust, dahin zu laufen. Ich bin sehr bequem geworden mit dieser Teleportation. Das könnte es sogar sein, oder? Bitte. Lass mich jetzt nicht verkackt haben. Das könnte auch verkackt sein. Nein, das sieht richtig aus. Geil. Okay. Wir haben mega viele Sachen bekommen. Ich will mal gucken, was wir hier so Schönes haben. Nice, nice. Nice. Quadratkracher. Sein starker Schlag über ein Quadrat aus vier Feldern. Okay. Immer noch nichts Neues, okay. Auch noch nicht. Schwertbrech. Ui, ui. Krumme Clown. Kriegen wir die denn her? Das ist geil. Schwertbrecher. Needed. Engelsglocke konnte man kaufen, habe ich gesehen. Oh, Glitzerharz. Kampfgabel. Peitschen. Drachenpeitsche. Ja. Und da haben wir so viel. Krötenöl. Herr der Eremiten hier. Oh. Okay. Oha, da gibt's auch viel. Oh. Oasenwasser. Anti-Age-Anzug. Und Glimmergras.
Sein Blüte. Spiegelstein. Komm, stell mir einfach mal Anti-Age-Anzug. Komm, stell mir her. Nässe. Oh, das ist nice. Ah, fast. Schade. Der war perfekt. Nice. Okay, fertigstellen. Das war nice. Plus 1. Oh, plus 2. Nice. Ich guck mal kurz, ob wir hier ein paar Materialien kaufen können. Hey. Nee, leider nicht. Schade. Schade. Aber ich kann ja noch, wenn die Schmiede jetzt überhaupt funktioniert. Okay. Alter, okay. Da können wir einiges herstellen noch. What? Ah, Geschick, ja, okay. So, komm, ich einkommen. Ja. Piu. Okay. Ah, nice. Ah, okay, geil. Das hat noch gerade so gereicht. Das hat gerade noch so gereicht. Perfekt, sogar nice. Nice. Bom, 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 bom. Gebetsring, Abwehr plus 5, okay. Engelsandalen. Flinkheit plus 25, interessant. Dieser Bauerpanel und achso, das sind die. Okay. Da fehlt uns noch was, okay. Das Krötenöl stimmt ja, es fehlt. Ich weiß halt nicht, wie selten dieses Glitzerharz ist. Beziehungsweise ob man es noch für was anderes braucht.
Typen. Egal, das reicht mir jetzt erstmal. Dings legen wir jetzt erstmal ihn hier. Ja, komm. Okay. So. Das können wir speichern. Und dann geht's auf zum Horror. Horror, Horror. Ich finde, wir spielen ja jetzt schon lange. Also es sind keine 30 Stunden, aber... ich sag mal so, ich könnte das rein theoretisch rechnen, wenn ich mir die Folgen angucke. Aber ich sag mal einfach, wir sind bei 25 Stunden. Vielleicht auch mehr oder vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich frage mich, was noch alles kommen soll. Also mit den Nebenmissionen, das kostet ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Aber... wir sind schon, ich finde, wir sind so weit schon gekommen. Aber was soll noch? Gut, nach oben, nach Yggdrasil. Dann zurück ins Schloss. Das sind zwei Optionen. Und dann müssen wir jetzt auf jeden Fall, okay, es sind noch ein paar Sachen. Wir müssen ja noch die Kugeln jetzt erstmal alle finden. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. 3. Dann aber Gegenstände. Wichtig. So. 1, 2, 3. Okay, uns fehlen noch 3 oder 4 Stück. Eine schlimme Stimme auf den Teilnehmer eines MMA-Kampfes vermerkt. Wo habe ich den nochmal gefunden? Okay. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Oh, gegen die können wir aber einmal kämpfen. Gute Nacht. Let the darkness consume you. War das züchtiger? Ja. Nice. Nice. Boah, das hat... ja, mittlerweile sind sie schon echt stark geworden. Es liegt aber auch daran, dass wir so vorteilhaft diese Waffe gekauft hatten. Da ist gerade ein Geist rumgelaufen. Da ist doch bestimmt was. Okay. Da ist der Geist. Was will dieser Geist mir sagen? Warum läufst du hier lang? Was ist hier? Ah, vielleicht hier rüber irgendwie. Okay. Warum liegen hier 1000 Sachen auf dem Weg? Das ist ja der Rattenfänger von Hamel. Spielt jetzt noch jemand die Flöte? Nein, nicht was ihr denkt.
Okay. Bam, 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 bam. Okay. Hier entlang zum Horrorhorst, betreten auf eigene Gefahr. Okay. Zumindest eine Lagerstelle. Es ist doch schon mal was. Lol. Okay, also führt uns hier auch die richtige Mission hin. Das ist natürlich nice. Okay, gut. Dann sind wir hier sogar richtig. Finde ich gut. Also, das war zwar nicht der Plan, aber ja. Ich möchte mich nicht beschweren. Das speichern wir natürlich. Dann wird uns hier bestimmt irgendwas Schlimmes erwarten. Halt. Mist. Jetzt habe ich vergessen. Es ist zwar nicht weit entfernt, aber es ist immerhin ein anderer Punkt. Okay, er steht hier aber auch nicht. Schade, ich dachte... Hier steht der Typ, der immer Sachen verkauft, aber das steht hier gar nicht. Schade. Boah, ich bin so im Zwiespalt. Ich habe mega Bock, da glänzt was zu zocken, weil ich will auch Boku no Hero weiter gucken. Ich gucke im Moment die dritte Season und die macht mir mega viel Spaß. Aber erstmal gucken wir jetzt, was uns hier so jetzt erwartet. Aha, hier ist nichts. Brutzel. Ah, er ist schon wieder ein bisschen wütend. Ach, er kann auch brutzeln. Ist aber nicht so stark wie der schnittige Schlag. Not bad at all. Oh, Veronika. Knack, oh, okay. Weiße Perle. Ich glaube, die hatten wir auch noch nicht. Boah. Okay, jetzt gibt's hier mehrere Wege. Okay, ein Moment. Hier ist ein Weg und darunter ist auch ein Weg. Was ist jetzt der richtige Weg und was ist der falsche? Mir wäre es natürlich dann lieber, wenn ich den falschen Weg gehe. Da hoch. Nein. Glitchkraut. Okay, hier geht es gar nicht weiter. Okay. Aber schwach. Ah, okay. Oh. Überlegen, Arznei. Okay. Nein, das würde ich versuchen. Das sieht so aus, als könnte man das schaffen. Ah. Okay. Da ist eine Truhe, nice. Blitzbrocken, okay. Das ist der zweite schon.
jetzt hier einen Bug? Komme ich hier irgendwie... Ich habe mich jetzt kurz erschrocken, weil er da so hochgeflogen ist. Upsala. Schade. Okay. Gut. Dann gehen wir mal durch die Höhle hier. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas noch finden für die... Oh, nice. Für die Nebenmission. Wo soll das sein? Platinerz, okay. Wow, okay, ganz ruhig. Gegen dich will ich kämpfen. Ui, gegen dich, nicht gegen vier. Echt stark. Aua. Aua. Jetzt wäre ich auch noch gekrittet. Ich wollte nur einmal kurz das Monster angreifen, dann wäre ich damit belohnt. Wert nicht mehr. Die alle sind alle fast tot. Achso, okay. Mini-Medaille. Aber hier muss doch irgendwie noch die verdammte Nebenmission sein. Da ist eine Truhe. Okay. Ich verstehe. Es ist ja irgendwie eine Ausgabe, die hier irgendwie Horror Horse sein soll. Warum auch immer. Ich habe es nicht kapiert. Tausend Goldmünzen, okay. Zum Hochklettern. Also muss ich ihn jetzt hier aufgeben, sehe ich das richtig? Du warst ein toller Freund. Ist das nur einer? Wie süß. Ach ja. Und wird auch noch weggekrittet. Wenn das mal nicht gemein ist.
gehe erstmal hier hin. Okay, hier geht's runter. Blitzstab und Blitzlanze, okay. Ist aber immer noch nicht meine Nebenmission. Klick, 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 klick. Okay, ich suche jetzt erstmal hier ein bisschen. Klumpen Golderz? Kleinob, wollte schon sagen. So sieht doch kein Klumpen Golderz aus. Gebetsring, okay. Will ich da jetzt so runter? Ja. Kann ich auch wieder hochklettern? Ja. Halt, nicht hier runterfallen. Weil er so komisch herumfliegt, denke ich vielleicht, dass er das Flugblatt hat, aber ich glaube nicht. Boah, es hat viel abgezogen. Another day, another victory. Nee. Hä? Interessant. Also. Nee. Ah, warte mal, doch, oder? Nee. Komm, egal. Oh. Krähenkrallen, okay. Ich finde hier alles, aber nicht das, was ich brauche. Interessant. Thank you.
Ja, ich sehe, okay. Kra! Was habt ihr Menschen hier verloren? Glaubt ihr, ihr könntet mein Nest ausnehmen und euch meinen Schatz krallen? Euch werde ich zeigen, kra! Okay. Paradiesvogel. Fähigkeiten gerechter Regen. Wow. Eieiei. Oh oh. Ich brauche mehr Heilung. Ei, der hat gekrittet. Das tat weh. Mist. Schwächung. Oh, ich hätte eigentlich, glaube ich, heilen sollen. Nee. Hatte sie nicht eigentlich? Okay. Egal. Nice. Ja! Let's heat things up. Alles nee. Heilung. Ja. We have not done yet. Thanatos Vergiftung. Ja. Müsste jetzt eigentlich besiegt sein. Ja, ja, ja. Nein. Amo steckt den Adler. Oh, okay. Noch ein Adler durch. Interessant. Ist da jetzt die Kugel drin? Silberne Kugel, Tatsache. Ja, endlich haben wir die silberne Kugel in die Hände bekommen. Wer hätte gedacht, dass wir sie hier oben finden würden. Aber ruh dich nicht auf deine Lorbeeren aus, Amos. Wir müssen die Suche fortsetzen, bis wir alle 6 Kugeln gefunden haben.
Okay, eine weiß ich noch, wo sie ist. Aber dennoch will ich gerne wissen, wo ich, was ich da mit der Nebenmission machen soll. Hätte ich mir das mal richtig durchgelesen, ne? Ich habe eigentlich keine Lust, wieder hier hoch zu klettern, wenn ich das muss. Fast geschafft, das Ding aufzunehmen. Nein. Also, nein. Du würdest Bilder gebeten, schon wieder zu lesen, ja, wenn du einen Schlecht hast. Ich meine, sie hat uns gesagt, wir müssen zum Horrorhorst. Aber, naja. Ist aber sonst auch nichts anderes, oder? Wurden wir etwa verarscht? Hey! Aber ich habe keinen Block gefunden. Egal. Wir müssen ja jetzt eh erstmal zurück hier hin. Die Medaillen abholen. Und dann gebe ich noch die Nebenmission unten da mehr ab. Und dann höre ich mich hier nochmal um, was das jetzt hier sein soll mit. Ey, was läuft da so komisch? Was das jetzt sein soll. Wo Horrorhorst? Was damit? Was will die von mir? Mann, Mann, Mann. Das Schlimme ist, ich habe viel gefunden und mit jedem Teil, was ich mehr gefunden habe, wurde ich demotivierter. Ah ne, das war die Birkenfrau, Entschuldigung, aber wir können da glaube ich trotzdem hoch. Ist jetzt diese Tafel noch mal gewesen da. Ich bin traurig, ich hatte das schon mein Leben in der Obwohl man mit dem Verwandten, ich hatte die man das gerade dort angebracht als ein Fenster gelegt wurde und umbrennt ein bisschen brennendes Format, das war so eine lange Kühlung und Kälte, der drin mit der Rutsche, Leute, Madonna, persönlich war ich so mal leider, aber ich würde dann schon mal mit, ich habe da ja schon ein bisschen vergessen. In Richtung des Horrorhaus gewählt worden. Ich würde darauf wetten, dass ein Fall war. An ein Schild festgemacht worden in der Nähe des Horrorhauses. Ach komm, nee, das ist mir jetzt so blöd. Das gucke ich jetzt nicht nochmal nach. Nee, nee, ich war jetzt gerade da. Mich grault es dann schon allein den Weg dadurch. Durch diese Steinpampa da wieder zu gehen, um erstmal zu diesem Horrorhaus hochzukommen. 14 Medaillen, oh. Yay. Okay, das ist, okay. Krone von Eschenburg herzustellen. Eschenburg Livre. Okay. Yay. Falkenklinge. Okay. Okay. Okay, ist nur ein Schwert, toll. Okay. Teleportation nach Nautica. Ja, immerhin haben wir schon mal eine silberne Kugel gefunden.
Dann müssen wir jetzt noch einmal in dieses Wikingergebiet da, in dieses Schneegebiet. Und dann müssen wir noch eine Kugel finden. Wo, weiß ich natürlich nicht. Schatz, das singe ich euch natürlich jetzt nicht vor. Okay. Okay. Kann keiner. Ah. Doch. 127. Okay. Okay, Magie. Teleportation. Ich habe auch irgendwie Lust, dieses dieses Rennen zu machen, dieses Galoppia-Rennen. Naja. Gehen wir zum Wikinger-Versteck. Vielleicht ist da ja ein Schloss. Ein Schloss, das wir noch öffnen können. Nee, sehe gerade keins. Okay. Okay. Gut, ich denke, ich beende jetzt hier die Folge. Und dann, ich glaube, ich mache jetzt heute, Paul, wir haben auch schon wieder 9:30, sehe ich gerade. Ich mache jetzt einen Break hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und gehen dann die Main-Mission an. Und ich denke mal, hier hat der Ast geschillert, also muss es hier noch eine Kugel geben. Und diese Kugel werden wir uns holen. Und dann ist die Frage, wo ist die letzte Kugel? Die werden wir uns holen. Und was ich nicht vergessen kann, die eine Nebenmission noch mit dem Seemann auf dieser Insel, da müssen wir auch noch hin. Vielleicht ist dann auch noch ein Schloss, was man öffnen kann. Wir werden sehen. Erstmal schön, dass ihr zugeschaut habt. Freut mich. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, ansonsten bis demnächst. Und auf Wiedersehen. Oh, ich wusste gar nicht, dass man mit der Maus aussteuern kann. Tja, man lernt nie aus. So, tschüss.